Yes, okay. Oh. Also wir haben jetzt Anfang April, Nordostwind plus 4 Grad, glaube ich. Also beißender Wind plus 4 Grad. Aber ihr seht, wir machen das bei jedem Wetter. Im Moment sieht es, also vom Bild sieht es wahrscheinlich ganz nett aus, aber es ist wirklich saukalt. Ich habe eigentlich fast vollständige Montur wie im Winter an. Also worum geht, also wir machen jetzt eine kurze Einführung quasi in dieses spezielle Qigong. Warum speziell? Weil, wie auf der Internetseite geschrieben, ihr euch quasi selber Gedanken machen müsst über gute Ernährung, über guten, ausreichenden Schlaf und mindestens Meditations-Apps auf eurem Smartphone ausprobiert haben. Ich gehe sogar davon aus, dass ihr bereits selber eine Meditationspraxis, egal in welcher Form und Weise, bereits habt. Das sind so Besonderheiten, die ich hier angesetzt habe, eben weil der Zugang zur Meditation so einfach ist und diese gute Ernährung, guter Schlaf wird euch bekannt sein. Höchstwahrscheinlich untergegangen, ja, weil man keine Zeit für sowas hat. Das sind aber essentielle Grundlagen, die auch im Fitnesskonzept bei der WHO sind und es kommt immer mehr auch wissenschaftlich. Guckt euch den verlinkten Film für Meditation an, alles auf der Internetseite. Immer mehr bestätigt, dass es quasi die höheren Hirnfunktionen schult. Ja? Und das brauchen wir. Also wir brauchen diese drei Grundlagen brauchen wir. Das ist, also ihr müsst euch da nicht nachrichten, ja. Aber also euch entgehen 99,9%. Es wird sinnlos dann. Ja? Also ihr merkt das dann auch im fortgehenden Vorbeikommen und Mitmachen, dass das dann irgendwie nicht stimmt. Ja? Und im Yoga und im Qigong ist es eigentlich so, dass die essentiellen Schulen, das sind ja Lebenswege, die Meditation mit drin hatten und nur damit die Leute halt vorbeikommen und den Meister füttern, macht man das dann niederschwelliger. Das mache ich hier nicht. Ne? Weil ich den Weg von diesem oberflächlich nicht mitmache, weil es gehört dazu. Ne? Es heißt Qigong und nach allem, was ich selber an mir erfahren kann, was anderes kann ich nicht lernen, lehren. Ist dieser Zugang zum Qi ohne Meditation und lange, lange, lange üben, lange. Also mehrere Jahre, eher ein Jahrzehnt und länger, so nicht möglich. Und ich spreche von so einem diffizilen, wo wir hinkommen, indem wir immer weiter entspannen. Also, wir haben in der Einführung rein körpermechanisch, haben wir das Stehen, also die Grundstellung. Es gibt schmal, breit, Reiterstand. Nur die Grundstellung ist erstmal wichtig. Das ist ein Fuß breit Abstand. Also ihr könnt das mit diesem 45 Grad Geschichte machen, aber es soll ein Fuß, ungefähr eure Fußlänge Abstand zwischen euren parallel stehenden Füßen sein. Achtet darauf, gleichmäßig das Gewicht zu verteilen unter den Fußsohlen. Dann die Knie leicht eingebeugt. Es gibt verschiedene Schulen, die je nachdem tiefer oder aufrechter stehen, aber niemals ganz durchgedrückt die Knie nach hinten. Das gar nicht. Ja? Dann das untere Becken. Ihr könnt unten am Hüftknochen anfassen mit dem Zeigefinger und oben oberen Hüftknochen anfassen und mal gucken, ob ihr da so eine Beckenschaukel hinkriegt. Also einfach nur das untere Becken nach vorne. Dann unterstützt das diese Rundung der Beine und gleichzeitig richtet es bis zur Hälfte ungefähr den Rücken auf.
Dann könnt ihr auch schon in den Bauch freier atmen. Wenn das funktioniert von selber, Atemübung kommt noch später, jetzt nicht. Dann die Schultern locker, ein bisschen Luft unter den Achseln und ein bisschen Drehen der Schultern, aber in erster Linie, um zu fühlen, bin ich nach oben ausgerichtet. Da verschiedene Herangehensweisen. Wir nehmen hier das Schlüsselbein ganz, ganz wenig nach vorne. Wirklich nur Schlüsselbein, so 5 mm, ganz, ganz, ganz wenig. So dass sich Kopf aufrichtet, die Schultern ein bisschen mehr zur Seite sogar gehen, dass sich dieser obere Brustbereich öffnet zum freier Atmen und der Kopf von selber ausgerichtet ist. Alle anderen Verfahren, die ich kenne, führen her, Kinn nach hinten zur Spannung im Hals, ein goldener Faden nach oben ist eine Vorstellung, die nutzt sich bei mir ab, bei anderen auch. Die Handrücken leicht nach vorne, so ein bisschen seitlich, ist die Grundstellung. Alleine das ist eine andere Geschichte, dies ist ein Übungsweg. Es ist nicht so, dass ich sage, kann ich. Grundstellung habe ich gesehen, habe ich gemacht, kann ich. Zack, nee. Das ist genau das Denken, was wir hier langsam zur Ruhe kommen lassen. Und das ist eine Besonderheit. Also dieses Aufgaben erledigen, planen, machen, tun, das ist ja genau das, wo der Stress herkommt. Und deswegen, was auf der Internetseite steht, ist nicht so ein typisches Marketing aus diesen Soft-Selbsterfahrungskursgeschichten. Nee, das ist ernst gemeint. Also wir lernen und üben. Nicht das Ergebnis ist das Ziel, sondern der Weg. Ja, das ist nun beim Qigong Lao Tse naheliegend. Aber es ist ernst gemeint und das dauert, dieses Umschalten zu dem, ich bin jetzt hier, was fühle ich, weg von, oh, was macht der Meister, das will ich auch, kann ich jetzt weiter, nächste, nein. Also die Formen sind wirklich weitestgehend nebensächlich. Eher den Spaß daran, das zu lernen und das auch zu wiederholen und jedes Mal beim Wiederholen quasi Neues innen zu entdecken, bei sich. Deswegen ist die äußere Form, das Stehen, ist relativ schnell erklärt. Aber wenn ihr selber anfangt, darauf zu achten, wie fühlt sich das an, dann ist bereits beim Stehen alles enthalten, was wir brauchen. Nur sehr subtil. Also man kann in diesem Stehen ständig einen Bodyscan machen und versuchen zu spüren, wo sind Verspannungen. Und in dieser Position, also das ist trotzdem eine Bewegungswolke, kann man das nennen. Also es ist nie fertig, nie statisch, sondern ich suche die ganze Zeit eine noch entspanntere Position meines Körpers. Und das ist das, was endlos geht und worin man immer weiterkommt, Körpererfahrung, Körperwahrnehmung zu schulen. Das ist essentiell. Wir machen gleich noch das Gehen, aber auf der Internetseite steht ja auch entspannte Grundhaltung und das Erste, also wenigstens das Erste ist ungeheuer wichtig, auch das ist nicht mit einem Wort getan. Also es geht darum, dass jeder und jede von euch mit sich, mit mir, mit allen und irgendwann auch mit allem, mindestens hier auf der Wiese untereinander, freundlich, aufmerksam und gelassen sind. Man kann das den Tag über auch benutzen, kurze Pause und fragen, bin ich freundlich mit mir, mit den anderen? Bin ich aufmerksam?
dann bin ich gelassen. Das umschreibt mit diesen drei Themenbereichen gut den Ausgleichs-Equilibrium-Bereich, in dem es zu Entspannung, Gesundung und sogar, wenn ich das auf der Arbeit hinkriege, zu diesem Flow führt, der enorm leistungsfähig ist. Ja, ist klar, weil ich geistig anwesend bin, ich bin freundlich mit mir und gelassen. Da schafft man enorm viel. Ja, aber man muss das eben kultivieren, das kommt nicht von selber und dann der Weg dahin, gibt es Hindernisse dazu. Also auch das immer weiter lernen. Also es ist ein Weg, es ist niemals fertig. Ist wirklich so. Und dann gibt es Leute, die das nicht mögen. Weil es ist hier auch sehr ruhig, hier gibt es keine Action, auch ein Thema. Also es gibt hier nicht, jetzt machen wir das schnell, dieses, jenes und so, auch keine abrupten Bewegungen. Weil Action ist Distraction, also ist Ablenkung, ist Zerstreuung. Also auch dieses Qigong als Zerstreuung zu benutzen, dieses hier klappt so nicht. Ja? Weil ihr sofort in diese Eigenwahrnehmung, Körperwahrnehmung, die ist nicht bei mir, beim Meister, sondern die ist in eurem Körper. Am Anfang kann es sein, dass man nicht viel spürt. Ja? Aber ich übe jetzt die ganze Zeit schon. Also während ich erzähle, versuche ich immer weiter entspannt zu sein, körperlich und geistig. Also Action ist da, aber die ist innen. Wenn man dazu kommt, eben rauszufinden, vom Groben zum Feinen, dass sich das lohnt, dann ist das ein Weg für euch. Aber dafür machen wir die Einführung. Das Stehen habt ihr, die Grundintention, wo es hingehen soll. Und was sehr erklärungslastig ist, ist das Gehen, was die Grundlage für die meisten Formen in Bewegung, die wir hier auf der Wiese machen. Und das ist eben auch sehr gut, weil es ergonomisch den Körper, dem Körper neue Muster beibringt, die gut sind für den Bewegungsapparat. Ne? Man muss nicht mit dem Gesäß auf der Erde gehen und sowas. Das ist alles nicht praktikabel im Alltag. Aber das, was wir eben hatten beim Stehen, dieses nach unten, nach vorne mit der Hüfte, das Aufgerichtetsein, leicht eingehockt, das im Gehen zu kultivieren, ist auch wichtig. Also, wir stehen in einem Bein, das andere ist ziemlich nah mit dem vorderen Fußballen angestellt, in der Höhe vom Fußdach. Ja. Relativ schmal. Hier könnt ihr schon mitkriegen, dass die Hüfte sollte in die Richtung des Fußes des belasteten Beins zeigen. Immer. Ja. Weil wir niemals das Knie mit Belastung drehen wollen. Ungeheuer wichtig, um es nicht kaputt zu machen. Jetzt versucht es wirklich darin anzukommen, also wirklich stabil zu sein. Und dann kann man mit dem anderen Fuß, mit paralleler Fußsohle so ein bisschen fühlen, wo kann der hin, der andere Fuß, ohne da gleich Gewicht drauf zu geben. Und dann machen wir, man kann das fast nicht Schritt nennen, gerade am Anfang nicht, sowas Ähnliches. Also das ist unser Standbeinfuß und der andere ist ein Fuß breit Abstand der Hacken, ist so in der Höhe von der Fußspitze des anderen, das ist mein Standbein, so ein bisschen schräg von dieser Richtung, in die der Fuß zuerst zeigt. Mein Gewicht ist noch komplett hier in dem Standbeinfuß. Und dann gebe ich das Gewicht
meines Körpers in auf das Bein, auf das andere Bein, in meinem Fall das linke, also hierher, und dabei dreht die Hüfte. Das ist wichtig in Bezug auf das Knie. Wir haben die Besonderheit, dass die Gehrichtung, der Fuß, der belastete Fuß immer leicht schräg zur Gehrichtung ist. Ja? Das möchte ich jetzt vorbereiten mit dem Fuß, weil ich möchte da ja gleich ganz mein Gewicht reintun. Also ich möchte den so drehen. Deswegen gehe ich ein bisschen mit dem Gewicht in die Mitte, dass ich hier in der Hüfte leicht öffnen kann, dass der so ein bisschen schräg ist. Und jetzt, das ist wichtig, wirklich hier komplett mitzukriegen. Ich hebe mein Gewicht von diesem Bein ins andere, dabei dreht die Hüfte. Ihr könnt auch die Arme dazu nehmen. Und wenn ich der Meinung bin, ich bin hier gut angekommen in meinem neuen Standbein, dann kommt der hintere Fuß, wenn es geht, von selber einfach wieder in diesen schmalen Hacken hoch, vorderer Fußballen in der Nähe des Fußdachs. Und dann sind wir wieder in der Ausgangsstellung, diesmal eben seitenverkehrt. Das ist schon alles. Wir machen jetzt seitenverkehrt. Also ihr habt einmal so Schnappschüsse, kann man das nennen, um sie sich zu merken. Das ist eben diese Ausgangsstellung, leicht der Fuß schräg, vorderer Fußballen, Hacken hoch. Ja? Ausgerichtet in die Fußspitzrichtung vom belasteten Bein. Dann dieses Fühlen, wo kann der hin? Breit, aber nicht lang. Sowas. In dem Fall jetzt so. Einmal das Gewicht ins vordere Bein, auch spüren. Schnappschuss. Ja. Zurück in die Mitte. Öffnen in der Hüfte. Komplett vorne ankommen. Und Fuß nachkommen. Jetzt wirklich die Schnappschüsse. Schmal, Hacken hoch. Schritt ohne reinzufallen. Fühlen. Ja. Sind komplett noch in dem Standbein. Dann drehen der Hüfte mit Gewichtsverlagerung. Das ist ein Schnappschuss. Die Mitte, ungefähr in der Mitte mit dem Gewicht. Ein Schnappschuss. Öffnen im Hüftgelenk. Vorbereiten von dem neuen Standbein. Dann Gewicht komplett ins Standbein. Ein Schnappschuss. Und freies Bein nachkommen lassen. Das ist das Wichtigste. Das macht man in seinem Leben dann ungeheuer oft. Am Anfang ist es sehr verwirrend, da immer wieder dran zu denken, weil man auch die Hüftstellung haben muss. Aber ihr könnt das wirklich wie einzelne Yoga-Übungen betrachten. Also immer wieder entspannen in der Ausgangsstellung. Den Schritt machen, entspannen, Gewicht verlagern, entspannen, in die Mitte, entspannen. Also immer wieder einen Körperscan machen, öffnen in der Hüfte, ankommen, entspannen, nachkommen lassen, entspannen. Da kommen dann auch noch die Arme zu, ja, aber und da gibt es dann eben verschiedene Formen, die das diese Grundlage benutzen, aber das ist basic, das hier ist wirklich basic. Das schließt unseren Einführungskurs ab. Das, was jetzt danach kommt, ist quasi für die, die das erste Mal dabei wären, schon die nächste Stunde am Mittwoch, also quasi die 18 Uhr Termin, den könnt ihr gerne mitmachen, so wie ihr euch das selber zutraut. Aber wie gesagt, der Eingang, die ersten 20 Minuten, ist der Einführungskurs. Ungefähr so wird das auch stattfinden. Danke. Komplett wiederholen. Wir werden sehen.
leicht. Also wir machen jetzt nur noch die Anfangssequenz zum Zu sich kommen. Und das ist auch das, was ich ungefähr vorgesehen hatte für die in den Einführungskurs, so ähnlich wie das, was wir eben gemacht haben, mitmachen. Also, dass die verschiedene Schwierigkeitslevel haben und dann auch sich, wenn sie wollen, eben auch verabschieden können. Es ist legitim. Also selbst wenn man sagt, das ist ja ganz nett, aber passt für mich jetzt erstmal nicht in meiner Entwicklung. Ist doch völlig in Ordnung. Oder das, wie der das macht, finde ich nicht gut. Ja, ist doch gut. Dann geh. Weißt du, es ist nicht, ich achte nicht darauf, was mir viel Geld bringt. Das ist zwar für mich verwerflich, sondern ich mache das so, wie ich meine, dass die Entwicklung für einen, der damit an, oder eine, die damit anfängt, richtig ist. Und dazu gehört eben, Meditation ist essentiell. Dann kann ich nicht sagen, ja, das mögen die Leute nicht, dann streiche ich das. Oder wie im Yoga, einfach hinten noch so dran sneaken. Nee, machen, es gehört dazu. Also ich würde das dieses Jahr wahrscheinlich auch, wenn es warm ist, so machen, dass wir zum Abschluss sogar eine 10 Minuten oder 15 Minuten Sitzung nachher machen. Okay, ich weiß ungefähr Bescheid, dass der Wind gefährlich ist. Ich habe extra meine Fellmütze sogar dabei. Ja. Okay. Ich kann schon, oder wir können schon zum Qi-Wecken übergehen. Das ist wirklich die zentral wichtige Übung. All dieses, ich möchte jetzt andere Formen lernen und noch mehr, das ist halt eben wirklich der Weg zum Stress. Unterhaltung. Wie heißt das? Zerstreuung. Und wir sind zur Körperwahrnehmung und zur Sammlung hier. Also exakt das Gegenteil. Und das macht für mich keinen Sinn, das dann umzudrehen und Unterhaltungs-Qigong zu machen oder Unterhaltungs-Yoga. Und das kann man den Meistern nicht vorwerfen. Die müssen auch von irgendwas leben. Und wenn es dann hart auf hart kommt, dann ist eben das Essen wichtiger als eine sinnvolle Praxis. Oder besser gesagt, die dreht sich dann um. Dann ist halt wichtiger, dass die Leute kommen. Und im zweiten Rang möchte man die Leute dann schon in die Richtung führen. Aber das führt dann zu, also als Meister oder als Lehrende hätte ich dann irgendwann keinen Bock mehr dazu. Aber es ist einfach, hat eigentlich mit dem, worum es geht, dann nichts mehr zu tun. Ne? Es ist halt ein Qigong, ist ein Übungsweg, ein Lebensweg, und Yoga ist auch ein Übungs- und Lebensweg. Und wenn man sich das genauer und noch genauer anguckt, dann merkt man, dass die Lehren sich gegenseitig befruchtet haben, schon vor über 2000 Jahren. Und dass es eigentlich das Gleiche ist. Ist wirklich so. Ja, die Formen sind ein bisschen anders. Aber selbst die haben sich schon vor 2000 Jahren gegenseitig ausgetauscht. Das Intro-Video hier, auch hierfür ist auch vorhanden. Ja, das einzige Lernziel ist wirklich, entspannter zu werden und das innere Lächeln zu entwickeln. Das ist für mich immer wieder ein guter Hinweis, wenn sich das bei mir selber bildet, dass ich wieder auf dem richtigen Weg bin. Und versucht langsamer zu werden. Wenn es geht, vollständig atmen. Ein-
beim Steigen aus und auch entspannen nach unten. Ist auch beim Einatmen und ein bisschen Himmel auch entspannen. Noch zwei, drei Umdrehungen in eurer eigenen Geschwindigkeit. Und dann bleiben wir heute mal nicht mit dem Baum stehen, sondern in der Grundstellung stehen. Also wenn ihr Baumstehen machen wollt, macht das. Also wenn ihr das bereits kennt. Aber wir schließen für heute schon ab. Es war mehr so eine Einführungssession. Aber selbst wenn man länger dabei ist, ist es gut, sich immer wieder die Basics klar zu machen und auch darauf zu achten, wird mir das jetzt langweilig mit dem Gehen zum Beispiel, eben dann umzudrehen und zu sagen, Moment, das ist die falsche Richtung. Kann ich bei dem mir Bekannten nicht doch noch entspannter werden und so weiter? Also das nicht als Trivialität abzutun, sondern zu sagen, also wieder dieses kann ich schon, sondern einfach zu sagen, okay, das ist jetzt weniger komplex, als ich erwartet habe, aber okay, ich lasse mich darauf ein. Ja, das ist wichtig. Dreimal Qi einsammeln. Danke für das Mitmachen. Ich verlinke das, worum es am Schluss geht. Danke für die, die mitgemacht haben. Habt ein schönes Wochenende. Für die, die das schon bereits kennen, die kommen vielleicht auf die Wiese. Aber Achtung, ich mache das zur Not auch alleine. Habe ich auch manchmal. Aber meistens kommt irgendwer, da bin ich immer sehr froh drüber. Schönes Wochenende. Mittwoch in Englisch um 1, nochmal gestreamt. Samstag, nächsten Samstag um 1 gestreamt. Und mittendrin mindestens Teststreams. Vielleicht kriege ich noch ein bisschen Inhalt unter. Lasst es euch gut gehen. Einsammeln.